μάλιστα, ναι. Der Schuss kam aus dieser Richtung? Das müssten so 100 Meter sein. Aber die Kollegen haben nirgendwo eine Hülse gefunden. Keine Spuren, nichts. Gesehen hat den Schützen auch keiner. Vielleicht aus dem Auto rausgefeuert. Das Projektil schlägt beim ersten Opfer durch den Hals. Wird nicht gestoppt, trifft das zweite Opfer. Das heißt, einer von den beiden war wahrscheinlich unbeteiligt. Da hinten gibt's eine Kamera. Verkehrsüberwachung, es bringt vielleicht was. Schau ich mir nachher an. Wo entfernen Sie mich? Uniklinik, sind nur ein paar Minuten. Entschuldige. Sind wir in der Austrittswunde? Nein. Ich bin gleich wieder da, ja? Dann reden wir. Ich weiß nicht. Wir haben Glück, das Projektil steckt an der Schulter. Sehr gut. Wissen wir, wer der Tote ist? Nee, noch nicht. Aber der räumt ja öfter ab, sagen die Museumsleute. Bargeld, Handys, kleiner Fisch. Kein Ausweis? Nee. Was mit dem zweiten Opfer? Das ist ansprechbar, der wird wieder. Gut. Ich gebe Ihnen noch etwas gegen die Schmerzen und dann können wir. Klinik, oder? In Ordnung. Mit Sirene. Ist doch schlimmer, als es aussieht. Hey! Peter! Kann man so sagen. Was ist denn jetzt los? Jota? Scheiße! Ey! Kann man so sagen. Der Schutz haben das erledigt. Hier, Markus Schäfer, 25 Jahre. Zwei, drei Jugendstrafen hat immer mal wieder geklaut. Ansonsten unauffällig. Ich komm gleich. Ja, Böhmer? Okay. Ja. Ja, ist gut. Gut, das gebe ich weiter. Der Rettungswagen ist gefunden worden. Trompeter ist gleich vor Ort. Und der Sanitäter? Der ist wohl auf, wurde niedergeschlagen. Unser zweites Opfer ist jedenfalls nicht unbeteiligt. Ja, vielleicht hat der Schuss ja ihm gegolten und nicht dem kleinen Taschendieb. Oh. Oh, in Feuerrot. So einen wollte ich als Kind immer haben. Paul? Machst du wieder mit? Haben Sie sich gar nicht gewehrt? Viele, der hat mich von hinten überrumpelt. Ich war sofort bewusstlos. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Was Sie brauchen, ist Menschenkenntnis. Wie können Sie mich mit so einem Kerl alleine lassen, Mann? Hey, heißt das, wir zwei streiten gerade? Glauben Sie etwa, ich habe da mitgespielt?
Wozu bitte meine Fingerabdrücke? Um die vom Täter zu unterscheiden. Das können Sie sich sparen. Hier. Er war gründlich. Hat alles abgewischt? Ich bin dann irgendwann zu mir gekommen. Hab mich lieber mal nicht gerührt. Aber Sie haben den Mann beobachtet? Ja. Er hat viel Zeit investiert. Manisch geputzt, wie meine Ex. Hat der Ex aber nichts genutzt? Und dem Typen auch nicht? Er hat was vergessen. Seine DNA. Wow. Firma dankt. Bitte sehr. Gut, das ist der Täter hinter seinem Busch. Der Taschendieb flieht aus dem Museum und ist raus. Treppe runter zur Straße. Und zwar schnell. Für den Schützen unerwartet. Und der kleine Taschendieb ist in seinem Galopp einfach direkt in die Schussbahn. Der ist das Zufallsopfer. Und der Mann mit der Kugel in der Schulter ist das Ziel. Wir müssen ihn finden, um den Schützen zu finden. Und zwar schnell, bevor der sein Ziel doch noch trifft. Bisschen dürftig alles, was? Heißt doch eigentlich, wir haben nichts. Genau. Was soll das heißen? Sebastian Hartmann. Ich bin der Neue. Lanz. Der Neue was? Staatsanwalt. Oh, Paul Böhmer. Ja, Umzugstag heute. Die Kiste, die war an mich adressiert, Paul, weil Paul Böhmer. Paul heißt mein Sohn. Es ist einiges durcheinander geraten, privat und dienstlich. Was heißt das? Sie haben nichts. Wir haben ein Zufallsopfer, nicht wirklich nützliche Zeugen. Wir haben keine Hülse und kein Projektil. Die Kugel steckt in unserem Unbekannten und der ist weg. Und damit die einzige Möglichkeit, einen Bezug zum Täter herzustellen. Alles, was wir haben, ist eine unbeteiligte Leiche. Zufällig. Wie hoch ist die Aufklärungsquote für das, was zufällig ist? Sie haben sich da keinen guten Start ausgesucht. Na, Sie wissen zu begeistern, Frau Lanz. So vor meinem ersten Arbeitstag. Paul. Nee, ich durfte gar nicht hier sein. Fass mich nicht an! Ulrike, danke, dass du gekommen bist. Du sagst mir nicht, was passiert ist, oder? Ist es wieder die alte Geschichte, ja? Und jetzt fahr doch! Unser Mann kam aus der U-Bahn. Allein so, wie es aussieht. Mehr habe ich leider nicht. War ich? Name und die DNA. Der Typ ist in unserer Datenbank. Hannes Walter. Hannes Walter. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ist aber schon eine Zeit her. In der Mordsache oder was? Nee, aus der Zeitung. Das war eine Riesennummer damals. Was ging's denn? Ja, Geldwäsche, irgend sowas. Schau mal nach. Mach ich doch. Guck mal. Datensatz gelöscht. Ahnung, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir an der falschen Stelle suchen. Den Mann gibt es nicht. Nicht mehr. Neuer Name, neue Identität, von Staats wegen. Das heißt, man weiß, wer er jetzt ist und wo er ist, aber man wird es mir nicht sagen. Ja, so ungefähr haargenau. Weil die lieben Kollegen vom BKA ihn verstecken. Ja, verstecken, das ist zwar jetzt sehr unjuristisch, aber korrekt. Wie es aussieht, kann ich Pumuckl zitieren, aber gerade nicht das BKA-Gesetz. Damit wir uns richtig verstehen. BKA heißt Zeugenschutz, richtig? Ja, richtig. Haben Sie Kinder? Nicht solche. Ich hoffe, meine Tochter spielt jetzt nicht gerade so mit meinen Gesetzestexten. Die Rechtslage ist eindeutig, Frau Lanz. Genau. Und das heißt, ich kann als Landesbehörde jemanden im Schutzprogramm als Zeugen vernehmen. Und Hannes Walter ist viel mehr als ein Zeuge. Er hat einen Sanitäter verletzt, ein Auto geklaut, wenn das reicht. Das biegen die doch weg. Gefahrenverzug oder so, Verhältnismäßigkeit, der Aufwand lohnt hier nicht. Und das alles lesen Sie aus Spielzeug. Alle Achtung. Das ist nur Logik. Auf Hannes Walter ist geschossen worden. Was würden Sie jetzt tun, wenn Sie für ihn verantwortlich wären? Nehmen Sie es sportlich. Kommen Sie als Staatsanwalt an ihn ran, ja oder nein? Ich kriege doch nicht mal die richtigen Kartons ins Büro. Vergessen Sie es. Keine Handhabe. Wir haben ja schon die Familie informiert. Soll ich da jetzt noch nachschicken, dass wir den Fall nie aufklären? Ja, die Familienkarte. Sehr schön.
Funktioniert's? Ja. Meine Familie steht ganz oben auf meiner Prio-Liste. Darum habe ich mich hochgearbeitet. Vom langweiligen Rechtspfleger mit Akteneinsicht über das Jurastudium bis zum Staatsanwalt. Das werfe ich doch jetzt nicht weg. Verstehe. Da bin ich mir nicht so sicher, Frau Lanz. Sie haben da einen gewissen Ruf mit Ihrer eigenen Prio-Liste. Na dann, packen Sie in Ruhe aus. Warten Sie. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich kann Sie auch nicht aufhalten. Zurückpfeifen kann man Sie nur, wenn Sie den offiziellen Weg mit Beschlüssen durch die Akten nehmen. Improvisieren Sie. Wir kriegen keine Akteneinsicht. Passt schon. Wir sind da dran. Weißt du, was Komisches? Hannes Walter kommt von hier. Sicher? Die Löschung und die Sperrvermerke sind vom Landgericht München 2. Okay, und? Ja, wenn die Kollegen ihn ausradieren, dann wohnt er doch heute nicht in derselben Stadt, also nicht hier in München. Was macht er hier? Das ist eine gute Frage. Gelernt. Als Kinderkrankenschwester. Oh, das Ding muss raus. Wenn ich in Ohnmacht falle, machst du weiter, ja? Entschuldigung. Ganz ruhig, ja? Wir gehen in die Offensive. Offizielle Anfragen, Papierkram, Telefonterror. Alles, was die Kollegen beim BKA so richtig nervt. Also aufschrecken? Mhm. Dann reden die mit uns und wir dadurch mit ihnen. Aufschrecken ist echt dünn. Mehr haben wir nicht und mehr kriegen wir auch nicht. Oder? Doch, dank Böhmers Kontakten. Ich habe einen alten Freund im Zeitungsverlag. Ehemals Bildredaktion. Alles weiter ist ja nur in unserer Datenbank gelöscht. Der Fall war ja damals breit in der Presse, Vera. Da ging's ja um was. Hannes, Walter und Co. Nach dem Zeugenschutzdeal war dann Schluss mit der Berichterstattung. Ja, gut, ich warte. Aber Hannes Walter war erst noch mit angeklagt. Mhm. Und da steht, dass er zu Hause verhaftet wurde. Wann war das? Die Tat vor 5, der Prozess vor 4 Jahren. Das ist unser Mann, eindeutig. Ihn haben die Kollegen umgedreht. Ja, Kronzeuge. Keine Anklage, keine Strafe. Dafür hat er die anderen ans Messer geliefert. Und er kam in den Zeugenschutz. Also, die Gruppe um Hannes Walter hatte Falschgeld. Die Blüten im Wert von 13 Millionen wollten die uns das Volk bringen. Und es gab ein paar satte Verurteilungen. WM. Steht für Weilheim. Wissen wir, wer das junge Mädchen ist? Maike Sinn, die Stieftochter. Von Hannes Walter? Mhm. Ist die mit im Zeugenschutz? Nee, nur er. Mhm. Was rechtfertigt eigentlich bei Ihnen die Kronzeugenregelung? Es gab ein paar Tote. Nicht bei uns, aber in Osteuropa. Da kommt übrigens das Falschgeld her. Das können Sie da kaufen wie bei uns, Obst und Gemüse. Und die Jungs, die haben ordentlich geklotzt. Die Presse übertreibt ja manchmal, aber der hier, der muss wohl am lautesten getönt haben. Wird den Walter umbringen, wenn er ihn jemals wiederfindet. Name? Dimitri Jankow. Ich habe die Kollegen von der OK gefragt. Jankow hat damals 4 Jahre kassiert, ist gerade raus aus dem Knast. Vorgestern Vormittag. Ist mit seinem Kram hier durchs Tor, hat nicht mal Tschüss gesagt. Hat Jankow in den 4 Jahren mal Besuch gekriegt? Am Anfang mal eine Weile. Das ist ewig her. Wir haben 6 Einträge, immer derselbe. Thomas Lose, Doppel-O-1-H. Hat ihn jemand abgeholt? Ist er mitgenommen worden? Von seinem Bruder, der ist mit so einem Poll-Auto gekommen. Laute Ghetto-Musik, verstehen Sie? Was für ein Poll-Auto? Ja, so ein tiefer gelegtes Ding mit dicken Reifen. Ich sag noch zu meinem Kollegen, der macht's richtig. Geht erst mal dick feiern. Ja. Dimitri Jankow ist nicht ohne. Das wissen Sie, oder? Ja, weiß ich. Das weiß ich. Ist geschlossen. Aber die Automaten sind an. Da drin ist Jankow. Jede Wette. Der Laden gehört seinem Bruder. Aber der schläft gerade in der Ausnüchterungszelle. Drittes Revier. Wichtigste Frage beim Vorspiel. Bist du von vorn oder von hinten rein?
Paul, bist du okay? Ja, ja. Bleib stehen! Bleib stehen, du Arschloch! Bleib stehen! Wo ist er lang? Erschick dich. Ganz ruhig. Was willst du, bis da die Mathe in der Sunze die Jebe, ha? Zwei Formularvordrucke und einen Pflichttermin beim Psychologen. Das ist alles, was ich kriege, wenn ich jetzt abdrücke. Und was glaubst du, was du kriegst, wenn du jetzt abdrückst, ha? Und einen Bullen erschießt, was glaubst du? Ihr seid von der Polizei? Runter mit der Waffe, letzte Chance. Oh, nee. Ja, komm, das ist ein guter Ausflug in die Freiheit, ha? Das Gutsein ist aber gar nicht wert. Die brechen ein, ich wehre mich. Der Revolver? Gehört meinem Bruder. Hat er legal. Und keiner von ihren Jungs hat was von Polizei gesagt. Der hat mir eine Flasche über den Kopf gezogen. Polizei konnte ich danach nicht mehr buchstabieren. Ist ja gut. Ja, ja, ich mach mal. Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Johanna Dierach, BKA. Frau Lanz, ist sie da? Ja, die spricht gerade da drin. Worum geht's denn? Das fragen Sie mich noch. Sind Sie Böhmer? Ich bin Böhmer. Aha, okay. Ja, Sie bombardieren mich mit Anfragen. Da bin ich. Bis hierhin geht Ihr Plan also auf. Das wird die Chefin freuen. Kaffee? So lange? Okay. Ja, wenn Sie mir bitte folgen würden. Ja? Und mit dieser Waffe haben Sie auf ihn geschossen. Auf Hannes? Ich weiß nicht mal, wo die Drecksau steckt oder wie er heute heißt. Sie haben mit meinen Kollegen Räuber und Gendarm gespielt. Dafür muss es doch einen Grund geben. Ja. Ich habe im Knast meinen Arsch nicht hingehalten, okay? Keine Drogen gedealt. Ich habe einfach nur versucht, da sauber durchzukommen. Das ist der Grund? Haben Sie es vielleicht ein bisschen klarer für mich? Ich bin als Geldfälscher verurteilt. Ich habe einfach jedem da drinnen Kohle versprochen. Unmengen. So hatte ich meine Ruhe. Und hier draußen wollen die jetzt abkassieren. Ich sollte besser untertauchen, ja. Und als die Leute kamen, da dachte ich, es wäre dafür zu spät. Aber es ist schon seltsam. Sie werden entlassen und auf Hannes Walter wird geschossen. Zufall? Sie haben ein Motiv und eine Waffe. Und ein Alibi. Ich habe gesoffen mit meinem Bruder. Das überprüfen wir gerade. Jeder hat einen Grund, mit Hannes Walter abzurechnen. Warum fragen Sie nur mich? Wen sollte ich sonst fragen? Na, unseren Banker zum Beispiel. Der hat durch den Verrat damals sein ganzes Invest verloren. Millionen. Ich glaube nicht, dass der Hannes verzeiht. Name? Name, beim Falschgelddeal verteilt man keine Visitenkarten, Frau Lanz. In den Akten steht nichts über einen Banker. Hannes kannte ihn. Ich habe den Schlipsträger nur einmal gesehen. Der hat alles vorfinanziert und Hannes vertraut. Und war weg, als die Sache aufflog. Und im Arsch, schätze ich mal. Der Revolver scheidet aus. Die Spurensicherung sagt, es war ein Gewehr. Und außerdem saß er mit seinem Bruder an dem Wagen, den die Kollegen aus dem Verkehr gezogen haben. Alkohol? Ja. Jankow, der bringt uns nichts. Doch. Einen unbekannten Banker. Ein Finanzier von damals, immerhin. Der hat ein Motiv? Verlust und Rache. Ja, wie sollen wir den jetzt finden? Indem wir Hannes Walter finden. Apropos, Sie haben Besuch. Das habe ich gesehen. Haben Sie Hartmann Bescheid gesagt? Ja. Gut. Oh, ja, also ich würde mal sagen, tagtäglich. Ach, es ist nicht nur ein Bürojob. Nein, also bestimmt. Ja, tut es denn wenigstens ein bisschen weh? Tut es. Darf ich vorstellen, Vera Lanz, das ist Johanna Dierach vom BKA. Wir kennen uns. Ja. Gut, dann mache ich mich jetzt mal vom Acker. Sind Sie noch länger in der Stadt? Ja, mal sehen. Tschüss, Herr Böhmer. Ah, Staatsanwalt Hartmann wollte gerne dabei sein. Herr Trompeter. Setzen Sie sich. Hallo, Herr Hartmann. Ja, Johanna Dierach. Freut mich. Ja. Was macht Hannes Walter wieder in München? Zum Schutze der Person kein Kommentar. Besuch der Familie? Familie hat er nicht. Doch. Nein, du hast keinen Datenzugriff, weil es keine Daten mehr gibt. Deine Schutzperson stand damals vor Gericht, Johanna. Also gab es dort mal Akten. Mhm. Und? Dr. Hartmann war Rechtspfleger beim Landgericht. Wusste ich vorher auch nicht. Langweiliger Job, oder? Schon, ja. Da werden Akten gelesen und auch mal gelöscht. Was schon spannender ist. An sowas erinnert sich jeder. Das stimmt jetzt aber so nicht. Ach, kommen Sie. Wir haben doch vorhin über den Fall Hannes Walter geredet. Ja oder nein? Ja. Dann über die Tochter. Aber doch nicht. Wohnt die eigentlich noch bei Weilheim? Sie haben nicht allen Ernstes über den gesperrten Fall gesprochen. Maike Sim, richtig?
Ich meine, Sie wissen schon, dass Sie diese Frau damit in Gefahr bringen. Und du handelst dir Ärger ein. Ich? Ja. Du hast ihn verloren, Johanna. Deine Schutzperson ist verschwunden. Ich bin ja auch kein Kindermädchen. Und eine Schutzperson ist kein Gefangener. Du hättest Hannes Walter nie wieder nach München gelassen. Was will der Mann hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er muss enttarnt sein, ist auf eigene Faust los. Vertraut wahrscheinlich niemandem mehr. Mir also auch nicht. Kann man dir vertrauen? Was willst du denn? Arbeiten wir zusammen. Finden wir ihn. So, Ende der kleinen Führung. Komm, du musst jetzt in die Schule. Ha, die Mama fertig heute, ja? Sie habe ich gesucht, Frau Lanz. Warten Sie bitte. Was bitte war das denn gestern Abend? Was denn? Frau Dirach, BKA. Sie wissen genau, dass ich das Gespräch meine. Verhörtaktik, Vorschulniveau. Sie wissen auch, dass die Kollegin uns nicht weiterhilft, egal was sie verspricht. Schon allein, um sich selbst zu schützen. Die rotiert doch längst. Aber wir haben jetzt einen ersten Ansatz, die Stieftochter. Hören Sie, ich verstehe, dass Sie sauer sind, aber ich hab... Bin ich nicht. Das war toll. Großartig. Das Beste daran, kein Papierkram und vollkommen klar, dass meine Weste weiß bleibt. Hm. Gute Lösung. Danke. Ach, wir vermissen da übrigens einen Sportwagen. So einen kleinen roten. Ich werde beim anderen Paul nachhaken. Danke. So, komm, ich bringe euch zum Auto. Sag mal, diese Zeugenschutztante da, woher kennst du die eigentlich? Jetzt tu nicht so, als ob du ihren Namen nicht mehr weißt. Von früher? Schulfreundin oder so? Johanna hatte mal mit meinem Mann zu tun, angeblich dienstlich. Undercover? Arbeit unter der Bettdecke, würde ich heute sagen. Die passt schon dahin. Zum Zeugenschutz, meine ich. Sie liebt Geheimnisse. Lügen ist ihr Beruf. Quatsch, dir das nur schön. Komm, willst du was trinken? Bis gleich. Was denn? Und, ist er tot? Oh, der Klassiker. Der böse Stiefvater, oder was? Hannes Walter ist wieder in München. War er hier? So mit Kaffeeklatsch und Familienalbum? Nein, wird nicht passieren. Hannes hat meine Mutter jahrelang gequält und dann umgebracht. Okay, bitte. Sie hat sich vor 2 Monaten umgebracht, hier im Hof. Das tut mir sehr leid. Wir haben alles versucht. Und Maikes Mutter litt jahrelang an Depressionen. Sie litt an diesem kriminellen Arschloch. Erst muss sie schlucken, dass das Schwein vor Gericht steht, darf ihn noch bekochen für die Urhaft. Dann kommen solche wie Sie, machen gemeinsame Sachen mit dem. Sie meinen die vom Zeugenschutz? Ich meine, dass der Mann ein egoistisches Arschloch war, dass er meine Mutter ausgenutzt hat. Wie denn? Der Typ geht fremd. Immer wieder. Scheißt auf die Ehe, verhöhnt meine Mutter noch, wenn sie es mal gewagt hat zu fragen. Aber Ihre Mutter hat ihn geliebt. Ja. Ich krieg dich nicht auf. Dein ganz Baby. Ja, und so einer verabschiedet sich dann einfach auf Nimmerwiedersehen. Kein Wort. Neuer Name, neues Glück. Hat meine Mutter noch nicht mal gefragt, ob sie mit will. Ist einfach weg. Ich würde mit Ihnen gern mal allein sprechen. Kommen Sie bitte. Ja, Sie. Hannes hat meine Mutter nie geliebt. Was könnte er in München wollen? Keine Ahnung. Sie und Thomas Lohse, Sie sind jetzt seit 4 Jahren ein Paar, oder? Sie machen aber Ihre Hausaufgaben. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Monat Sie sind. Dimitri Jankow. Schon mal gehört, Tom? Oder besser Thomas, Thomas Lohse, Doppel-O-1-H? Sie kennen den Mann. Das war der Komplize von Hannes Walter. Sie haben ihn früher im Knast besucht. Und wohnen jetzt zusammen mit der Stieftochter von Hannes Walter. Was wollen Sie von mir? Ist das jetzt echt eine Frage? Versprechen Sie mir, Maike nichts zu sagen? Hören Sie auf zu spinnen, Herr Lohse. Ich komme und lade Sie vor, wenn es sein muss, mit der ganzen Polizeisportschau, hier, auf dem Hof. Aber dieser Typ, ziemlich fetter Kerl.
Dann kannte ich nicht weiter. Ja, das fängt ganz gut an. Jetzt nur nicht nachlassen. Der war immer nobel angezogen. Der hat mir Geld gegeben. Ziemlich viel. Wofür? Für die Knastbesuche bei Jankow? Ja. Ich sollte Jankow befragen. Ihm einen Deal anbieten. Zum Reden bringen. Für Geld. Und ich sollte Maike aushorchen. Wozu? Er wollte damals wissen, wo Hannes Walter steckt. Wie er jetzt heißt und ob es noch Kontakt zur Familie gibt und so. Und? Gab's ja nicht. Ich war mit Maike ein paar Mal raus. Wir haben uns verliebt. Romantischer Start. Weiter? Nichts weiter. Der Typ hat sich irgendwann nicht mehr gemeldet und Jankow im Knast, der wollte sowieso nicht reden. Wie hat Ihr Auftraggeber geheißen, dieser fette Kerl? Weiß ich nicht. Die Polizeisportschau hat eine Trompetengruppe, mein Freund. Ich habe noch irgendwo die Handynummer von dem Typen. Das war irgendwas mit vielen Fünfen. Ich habe gesagt, nicht rausgehen, nicht bewegen in dieser Stadt. Wer war das? Das wissen wir nicht. Und Jankow? Ja, gegen den haben Sie doch nichts in der Hand, der ist wieder auf freiem Fuß. Hey. Ich hatte ganz schön Angst um dich. Sag an. 0199 894 74 mal die 5. Das ist die Handynummer von Dr. Lothar Wolf. Bankmanager, Bankvorstand, Arbeitslos. Moment mal. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja, komm mal her. Ist er doch, oder? Hm. Zu viele Kohlenhydrate. Das macht fett. Wussten Sie das? Naja, Sie waren auch schon ganz gut beieinander, als Sie noch im Vorstand Ihrer Bank saßen, Herr Wolf. Ja, da war einiges besser. Definitiv. Wie haben Sie mich gefunden? Sie waren unvorsichtig. Wir haben Aufnahmen, Verkehrsüberwachung. Sie sind Hannes Walter gefolgt. Übrigens, Lanz, Kripo München. Es geht um Mord. Mord? Hannes Walter ist nicht tot. Ein Unbeteiligter schon. Ach, der junge Mann aus dem Museum, ja. Tragisch, tragisch. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ja. Denken Sie an die Milch für Ihre Nachbarin. Meine Nachbarin? Hat ihn also gesteckt, wo ich bin. Wir müssen noch Gassi gehen, wenn es recht ist. Wie haben Sie Hannes Walter aufgespürt? Der Scheißkerl hat seine Familie zurückgelassen. Komplett. Einfach so. Ist alleine in den Zeugenschutz. Ohne seine Frau. Warum? Er hatte Affären während seiner Ehe. Falsch. Er hatte eine Affäre. Eine Zweitbeziehung. Eine heimliche Dauergeliebte. Aus Pasing. Also haben Sie sich an diese Frau gehängt? Ah, hat ein bisschen gedauert. Mit der ist übrigens immer noch zusammen, immer noch heimlich. Warum versuchen Sie eigentlich erst jetzt, ihn umzubringen? Ihn umbringen? Ich? 13 Millionen Euro Falschgeld. Sie waren der Finanzier. Die Blüten haben Sie sicher 8-9 Millionen gekostet? Für nichts am Ende. Das ist Ihr Ernst? Der Deal hat Sie für immer ruiniert. Und seitdem? Zu viele Kohlenhydrate auf Bezugsschein. Münchner Tafel statt Edelrestaurant. Deswegen reden wir? Hannes Walter ist schuld. Und dafür soll er büßen. Ella, komm. Sie haben einfach ein klassisches Mordmotiv, Herr Wolf. Sie irren sich. Sie waren ja früher Jäger. Da wissen Sie ja bestens, wie man ein Gewehr bedient. Das verlernt man ja nicht so schnell. Sie beide haben doch keine Ahnung, was hier läuft, oder? Sie stehen unter Mordverdacht und sind verhaftet. Das läuft hier. Sie waren am Tatort und Sie sind hinter Hannes Walter her. Ich wollte auch ein Stück vom großen Kuchen, den ich vor 5 Jahren teuer bezahlt habe. Heißt das jetzt, dass die Truppe wieder in Falschgeld investiert? Weil die Blüten, die wurden ja damals beschlagen haben. Sie haben heute keine Mittel, neues Falschgeld zu kaufen. Ich habe noch nie in Blüten investiert. Ach nein. Und was dann?
Sie werden nicht mehr ins Geschäft einsteigen, Herr Wolf, das garantiere ich Ihnen. Nicht mit einem toten Taschendieb als Kollateralschaden. Und was haben Sie denn damals investiert? Druckplatten. Hat irgendjemand den Osteuropäern geklaut und uns angeboten? Sie haben bezahlt und selber gedruckt. Aber die Note, die bedruckt wird, ist doch immer die gleiche. Und seit den 13 Millionen registriert. Ich kenne heute noch Leute in der Bank, die gehen einfach ins Lager, tauschen paketweise Geld aus. Barreserven, die ewig keiner auf Echtheit kontrolliert. Wer hat die Platten jetzt? Vorderseite und Rückseite. Nur zusammen macht Sinn. Jankow und Hannes Walter. Hannes Walter sucht Jankow, nicht umgekehrt. Um jeden Preis. Kommen Sie. Ich habe diesmal gehofft, die Sache geht für uns alle auf. Auch für mich. Uns sammelt uns jetzt aber nicht das Auto vor. Komm. Drehen Sie doch einfach die Scheibe runter. Das können Sie gleich selber machen. Notarzt. Karl-Marx-Ring, Nummer 6. Verdammte Scheiße. Alles gut, ja? Hey, hörst du mich? Dann gehen wir rein, wie beim letzten Mal. Hallo? Polizei! Schaust du dich mal hinten um? Das waren nicht wir. Fehlanzeige, Jankow ist weg. Aber er hatte Besuch. Jedenfalls liegt Wolf jetzt auf der Intensiv. Künstliches Koma. Ich stelle mal die Fakten zusammen. Der Zeugenschutz steht in keinem Verhältnis zu den Ereignissen. Können wir das mit den Druckplatten und Hannes Walter beweisen? Nein. Also hören, sagen. Was ist mit diesem Jankow? Ist abgetaucht, verschwunden. Teilen Sie die Information mit dem Zeugenschutz? Natürlich. Ich bin bei der Dirach auf Rückruf. Wir haben eigentlich gar nichts, richtig? Wir haben eine Affäre. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir wissen von einer Geliebten von Hannes Walter. Meine ich. Ich habe nur den Hof. Das ist alles, was meine Mutter mir hinterlassen hat. Ist nicht viel. Aber ich möchte für mein Kind das Beste draus machen. Und ich will nicht mehr über Hannes Walter reden. Aber es ist wichtig, Frau Simm. Sie haben Ihren Stiefvater mit anderen Augen gesehen. Über seine Affären weiß ich trotzdem nichts Genaues. Es war nur eine Affäre, eine Geliebte. Und die lebte angeblich in Pasing. Sagen Sie mir, was Sie denken. Das wäre absurd. Was? Meine Tante wohnt in Pasing, Ulrike. Meine Mutter hat Hannes damals über sie kennengelernt. Die waren Arbeitskollegen. Ulrike und Walter? Wilbert, Ulrike wohnt im ersten Stock. Die Nachbarn sagen, sie hat Besuch. Sollen wir Sie lieber mit Ihrem neuen Namen ansprechen? Wie haben Sie mich gefunden? Was machen Sie in München? Einen Besuch abstatten. Wer hat auf Sie geschossen? Sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Für das Gelddrucken, meine ich. Dimitri Jankow, Sie sind seinetwegen zurück. Und wir glauben einfach so wahnsinnig wenig an Zufälle. Jankow ist raus aus der Haft und Sie tauchen auf.
Wissen Sie, mir ist es egal, ob ich Sie unter alter oder neuer Identität mitnehme. Ich habe einen Toten und einen Schwerverletzten. Und darüber reden wir. Sie drucken Hunderter, nicht wahr? Haben Sie da eigentlich die Vorder- oder die Rückseite? Wo ist Ihre Druckplatte? Ja, genau. Wo ist die? Und wo ist Dimitri Jankow? Er hatte Angst vor Ihnen. Warum? Ich will sofort meine Betreuerin sprechen. Beeil dich mal ein bisschen. Ja. Ja, dann mach aber auch schneller, okay? Okay. Hier ist sie. Wir drucken das Geld doch. Es ist genug für alle da. Ja, aufmachen. Lass das mal drin, ja? Na los, leg das da rein. Hey. Langsam, ja? Ganz ruhig. Ich will gar nichts. Du kannst das alles behalten, ja? Das ist alles deins. Mhm. Ja? Mhm. Und hör zu, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nie gesehen. Was ist das? Das ist sie, Ella, von Herrn Wolf. Tierheim. Ich weiß nicht. Irgendwie tut sie mir leid, die Kleine. Der Götter scheißt uns am Ende nur die Bude voll. Dann tut's dir leid. Sonst noch was? Wir haben ihn. Sitzt bei Vera im Vernehmungsraum. Ist ein ganz Abgebrühter. Und die Druckplatte? Die Kollegen nehmen gerade die Wohnung von seiner Freundin auseinander. Bisher ohne Erfolg. Tierheim. Wer hat ihn nur diesen Unsinn in den Kopf gesetzt? Sie wussten nicht, dass er Ihnen folgt, oder? Lothar Wolf, meine ich. Ach, der hat Ihnen das erzählt. Dem glauben Sie doch nicht etwa. Das ist die pure Spinnerei. Lothar Wolf sollte sterben, Herr Walter. Auf ihn wurde geschossen. Leute werden umgebracht, weil sie etwas zu sagen haben. Nicht wegen Spinnereien. Hallo. Wo ist der? Und wo ist die Lanz? Die sind da drin, aber vielleicht könnten wir noch mal einen Kaffee. Kommen Sie bitte. Ich bin mitten in einer Vernehmung. Der Zeugenschutz übernimmt Papier. Das entscheidest du nicht. Doch. Gefährdungslage. Auf meine Schutzperson wurde geschossen. Wir sind in einem Polizeigebäude, Johanna. Lothar Wolf wurde in deinem Beisein angegriffen. Und jetzt sag mir, dass der Anschlag nicht im Zusammenhang mit dieser Vernehmung steht. Sie haben mich gerade nach ihm gefragt. Ja. Wir gehen. Sofort. Du wusstest von Anfang an, wo er ist, richtig? Ich habe mich dir ausgewiesen und ich habe die Gefährdung dargelegt. Das war's. Holt euch einen Beschluss. Woher wusste sie von den Schüssen auf Wolf? Paul, kommst du mal? Seit wann schickt uns die Leitstelle Videos? Ein Handyvideo von zwei Jugendlichen. Sehen? Da nichts. Die weiß, wie man untertaucht. Ich kapiere das nicht. Wer hat denn jetzt auf Hannes Walter geschossen? Jedenfalls hat die Dirach auf Wolf geschossen. War ja dasselbe Motorrad. Genau. Fragt sich nur, woher sie wusste, dass wir Wolf gefunden hatten. Paul? Wir haben nur Kaffee getrunken. Sag, dass das nicht stimmt. Du hast dir das erzählt? Menschenskinder, sie ist eine Kollegin. Mensch, die hat in unser Auto reingeschossen. Der Wolf, der ist gerade auf der Intensivkabine, du Penner. Hast du das Durchsuchungsprotokoll gelesen? Ja, ich von Ulrike Wilbert. Gelesen, ja oder nein, Paul? Nein. Ich kann nur Kaffee trinken. Hier steht, in ihrem Wagen sind Schwalben, Dreck und Sägespäne gefunden worden. Und Trompeter hat gesagt, Hannes Walter ist zu Hause verhaftet worden. Auf seinem Hof. Und damals wusste niemand etwas von den Druckplatten. Darum geht's ihm. Keiner hat damals danach gesucht. Also, wo hat Hannes Walter die wohl vor seiner Verhaftung versteckt? Zu Hause. Er hat seiner Stieftochter wohl doch vorher schon einen Besuch abgestattet.
Mach hin! Hey, denk nicht mal dran. Die sind gleich weg, als wenn nichts gewesen wäre, ja? Verspreche ich dir sogar. Na los, hol das Ding raus. Du stellst die Butter ja immer noch in den Kühlschrank. Gut zu wissen, dass sich hier zu Hause nichts verändert hat. Das ist mein Zuhause. Mein Haus. Das habe ich dir neulich schon gesagt. Und das ist mein Gewehr. Das habe ich beim Renovieren gefunden. Das ist jetzt meins. Du tust jetzt, was ich dir sage. Gut, hast du das gemacht. Paul, wir sind da. Sag den Kollegen, sie sollen sich zurückhalten. Ist in Ordnung. Alles klar. Ich da? Aha. Hoch, du Arschloch. Hier rüber. Und? Sind wir glücklich? Sind wir? Sie ist unversehrt. Gut, lass uns gehen können. Spinnst du? Die Waffe runter. Ich drück ab, es liegt bei dir. Also, die Waffe runter. Ich würde sagen, wir übernehmen ab jetzt. Wir wissen alles, Johanna. Einen Scheiß wisst ihr. Du hast viel zu spät auf Wolf geschossen. Er hatte längst geredet. Also, wir beide wissen, wie das jetzt läuft. Ja, genau. Du tust, was ich dir sage. Als erstes, Waffe runter. Leg die Waffe runter. Und du sagst deinen Kollegen, dass sie es zurückhalten sollen. Du hast einen Unschuldigen in deiner Gewalt. Trompeter wird sich nicht rühren. Du willst mich doch nicht etwas zurücklassen. Wir wollten das doch zusammen durchziehen. Warte auf, Herr Walter. Johanna hat sie nur benutzt. Du brauchst mich. Du hast doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wem die Druckplatten gehörten und ich weiß, dass sie gestohlen waren. Die Reise geht nach Osteuropa, nehme ich an. Tu das nicht. Johanna. Jetzt mach die Tür auf. Finderlohn oder Beteiligung? Mach die Tür wieder zu. Stehen bleiben. Waffe runter. Los, Waffe runter. Und wegkicken. Na los, wegkicken. Mein Angebot mit dem Kaffee steht. Wie schaut's aus? Und jetzt die Waffe runter, sonst schieße ich die Kasteinschuhe.
Was? Alles okay? Hinsetzen? Hannes Walter, Sie sind verhaftet. Bringt ihn weg. Hier. Haben Sie mit diesem Gewehr auf ihn geschossen? Ja. Sie wissen, dass Sie einen Unschuldigen getötet haben. Das ist mein Hof. Das Haus gehörte meiner Mutter. Ja. Der Typ verschwindet jahrelang, taucht dann einfach hier wieder auf und soll jetzt alles erben? Als er vor 2 Tagen hier war, da sind Sie ihm gefolgt, richtig? Bis zum Museum. Der Notar hat gesagt, dass die beiden noch verheiratet sind. Dieses Schwein bringt meine Mutter ins Grab und soll jetzt alles kriegen. Ich möchte mein Kind hier aufziehen. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich habe den Mann nicht treffen wollen. Der kam dazwischen. Das ging so schnell. Ich habe den einfach nicht gesehen, das tut mir leid. Was redest du da? Du kümmerst dich? Es ist kein gutes Vorbild für ein Kind, wenn ein Polizeibeamter stibitzt. Ja. Klar. Paul. Es tut mir leid. Ich will es auch wieder gut machen. Das ist in Ordnung. Das darfst du annehmen und behalten. Ja, aber Frau Lanz. Sie, Herr. Frau Lanz! Das ist doch besser als Papierkram. If your expectations aren't met in me today. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. Please don't give up on me.